So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Wieder ein bisschen Ausrüstung, Nachbesprechung. Im Hintergrund schleift Frau. Frau ist der Meinung, unbedingt dann schleifen zu müssen, wenn ich im Keller auch was zu tun habe. Und das wäre dann halt in meinem Fall jetzt gerade aktuell Videoproduktion. Und deswegen muss sie unbedingt im Hintergrund schleifen. Sie versucht aber leise zu schleifen. Ne? Bäh. Bäh. Sagt sie. Naja, gut. Jedenfalls, schreibt in die Kommentare, wenn sie zu laut geschliffen hat. Ne, Schatz? Du bist ja wieder mal charmant, Schatz. Ja. Gut. Wie gesagt, nochmal Ausrüstung, Nachbesprechung, Grönlandgedöns und so weiter. Klamotten. Das ist natürlich sehr individuell, was man jeweils anziehen möchte. Und ich hätte auch nur so ein paar Kleidungsstücke, genau genommen drei, über die sich es lohnt zu quatschen. Der Rest. Also muss man jetzt nicht über die Wahl des richtigen T-Shirts, braucht man jetzt wirklich nicht lange diskutieren. Zum Beispiel sowas hier, ne? Irgendein Kunststoff-T-Shirt hat es für mich eigentlich immer getan. Habe ich jetzt aber auch schon mehrfach erzählt, dass ich da nie irgendwie gesehen habe, warum man da unbedingt irgendwas wahnsinnig Tolles brauchen kann, soll. Klar, ein Merino-T-Shirt hatte ich mal, war auch gut, hat aber nicht so lange gehalten. Da ist wirklich die Haltbarkeit, ist da für mich echt so ein Faktor, überzeugt mich jetzt bisher nicht so. Deswegen habe ich jetzt als Alternative diesen Fetzen mir zugelegt. Leider habe ich mir ihn zugelegt, bevor ich wusste, was Molesing ist. Also dieses beim Schaf, bei Merino-Wolle, ne? Den halben Hintern abschnibbeln und gleich noch ein Stück vom Schwanz kopieren. Das mag ich jetzt nicht so, ne? Das mag für das Schaf letztendlich irgendwie besser sein, damit sich da halt keine Fliegennarven einnisten können. Aber das Ganze wird ohne Betäubung gemacht und ich habe da so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Und davon abgesehen, grundsätzlich günstige Merino-Wollenartikel sind generell nicht besonders nachhaltig. Also da kann man sich ziemlich sicher sein, dass man da wirklich jetzt nicht gerade das nachhaltigste Produkt aller Zeiten kauft. Und ja, es war halt billig, ne? Und ich hatte das Geld und war ehrlich gesagt nicht mal allzu jung. Deswegen ist das eine schlechte Ausrede. Aber das Konzept von dem Teil hat mich dann doch überzeugt, weil normalerweise, wie ich ja schon erwähnt hatte, habe ich mit Merino-Klamotten festgestellt, die halten nicht allzu lange. So, dieses Ding hier würde wahrscheinlich auch nicht allzu lange halten, wenn es dann nicht die Schulterpartie hier gar nicht aus Merino, sondern aus irgendeinem Kunstfaserzeugs hätte. Und auch hier unten, in dem Bereich, wo der Hüftgurt eine Rolle spielt beim Trekking, da sind auch wieder Kunstfaserpartien. Also und auch hier oben, ne, auf dem Rücken, wo dann auch diverser Schultergurt vom Rucksack anliegt und auch da wieder Kunstfaserpartien. Also die Stellen, die üblicherweise bei Leuten, die einen Rucksack tragen, massiver belastet sind, die sind hier gar nicht aus Merino, sondern eben aus so kleinen Kunststoffteilen. Nichtsdestotrotz, das Tragegefühl ist so ein bisschen wie beim reinen Merino-Shirt. Die paar Kunststoffpartien sind da jetzt nicht wirklich schlimm. Auch der Ärmel hat übrigens hier noch einen kompletten, also das Dunkelblau ist immer, sind immer die Kunststoffpartien, so einen kompletten Kunststoffstreifen drauf und nur halb Merino. Ja, ist halt so. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Ärmel unbedingt notwendig gewesen wäre, aber ist so. Ne? Und hier haben wir noch so ein Daumenloch. Das ist ganz praktisch, wenn man da durchgeht. Dann kann man halt hier den Daumen rausstrecken. Dann hat man noch so einen Pulswärmer. Habe ich jetzt für Grönland tatsächlich zum ersten Mal benutzt. Ich glaube, an zwei Tagen oder was habe ich das so gemacht. Ganz witzig, notwendig, weiß ich nicht. Aber wer das mag, ich habe bisher sowieso noch nicht die Notwendigkeit von Pulswärmern verstanden. Keine Ahnung, warum man die braucht. Kalte Finger kriege ich zuallererst. Ja, diese da, ne? Da hinten? Nee, da wird so schnell nichts kalt. Also klar, wenn alles andere kalt ist, dann ist da auch irgendwann kalt. Aber das leuchtet mir nicht ganz ein. Außerdem haben sie noch so, hat das Ding noch solche Belüftungsöffnungen hier im Achselbereich. Nochmal so zusätzlich besonders transparent, transpirierfreudig gemacht. Und das Schöne bei solchen Kleidungsstücken ist ja, wenn die dann aus Merino-Wolle sind, wie gesagt, ich würde mir nicht nochmal so ein billiges kaufen, nicht mit irgendwelcher, ja, keine Ahnung woher Wolle, ne? Aber
das Zeug an sich hat halt den großen Vorteil, dass die nicht stinkt. Die ist aufgrund ihrer Oberflächenstruktur irgendwie nicht in der Lage, dass sich da großartig unsere für den Geruch verantwortlichen Bakterien ansiedeln können. Das geht fast nicht. Und man kann da erfahrungsgemäß ja, quasi eine Woche durch Grönland rennen, mit diesem Ding quasi mehr oder weniger Tag und Nacht an. Und geht noch vom Geruch her. Ja, ich möchte nicht sagen, dass man da besonders frisch riecht. Das nicht. Aber geht noch. Und gerade auch so von der Selbstwahrnehmung her, man riecht sich ja selber immer relativ wenig, sage ich jetzt mal. Aber ist doch ein deutlicher Unterschied im Vergleich zum Beispiel zu irgendeinem Kunstfaser-T-Shirt. Beim Kunstfaser-T-Shirt nach 3, 4, 5 Tagen spätestens ist ein Iltis wahrscheinlich ein Scheiß gegen dich. wobei so ein Iltis ist schon, der kann schon, wenn er sich Mühe gibt, der kann schon stinken. Egal. Jedenfalls, diese Dinger, die halten wirklich deutlich länger. Und wenn man dann vorhat, eine Tour zu machen, bei der auch andere Menschen anwesend sind, bei der es auch darum geht, dass man wahrscheinlich wenig Gelegenheiten haben wird, sich allzu sehr zu waschen, zumindest wahrscheinlich, ich sage eigentlich, die gibt es gar nicht, aber wahrscheinlich, und es kommt halt auch auf die individuelle Veranlagung drauf an, ob man auch bei schlechtem und kaltem Wetter Bock hat, alle 2 Tage in den See zu springen oder sowas, ne? Und nur in den See springen allein hilft ja auch nicht, weil man muss ja dann die Klamotten auch noch waschen. Und das haben wir auch 2-mal gemacht. 2-mal, Schatz? Hm? Wie oft haben wir Klamotten gewaschen? Meine 2-mal. Also Teile meiner Klamotten 2-mal, manche meiner Klamotten nur 1-mal, ihre Klamotten alle 2-mal. Aber sie hat ja auch kein Merino-Shirt dabei gehabt, das heißt, ihre mussten wir ja auch mehrfach waschen, ne? Jetzt kriege ich gleich bestimmt was an den Kopf geworfen. Oh, einen Blick. Ja, der ist auch tödlich. So, also... Dieses Ding hier, wo gibt's das? Ja, beim Decathlon. Ne? Wenn man billige Outdoor-Klamotten haben möchte, ist der Decathlon halt echt so eine Möglichkeit. Sitzt recht figurbetont. Wer das an mir schon mal gesehen hat, wird es gesehen haben. Das ist bei Outdoor-Klamotten halt einfach zweckmäßig. Ne? Dass die dann schon ein bisschen enger sitzen sollten. Einfach damit man auch noch mehr andere Schichten drüber ziehen kann. Wenn da alles locker sitzt, dann wird es irgendwann schwierig mit mehreren Schichten übereinander ziehen. Und für den Schweißabtransport, wofür ja diese 1. bis 2. Schicht gedacht ist, ist das auch eigentlich ganz vorteilhaft. Ich ziehe da manchmal noch ein T-Shirt drunter, manchmal ziehe ich es auch einfach direkt so an und ja, ist vom Material her jetzt nicht viel dicker als ein reguläres T-Shirt, ein Hauch dicker wahrscheinlich schon, also schon für die etwas kälteren Temperaturen gedacht, für den Sommer eigentlich nicht wirklich nennenswert brauchbar, ne? Also, das jedenfalls eine gute Idee gewesen mitzunehmen, hat sich definitiv bewährt von der Funktionalität her. Nochmal, wie gesagt, noch kaufen würde ich es nicht. Ja, also Merino-Klamotte, insbesondere in Kombination mit eben diesen Kunstfasereinlagen an den Stellen, wo sie sonst abgerieben wird, das finde ich was Gutes. Das ist definitiv sinnvoll und brauchbar. Ist ein bisschen schwer. Also man sollte vielleicht gucken, dass man da nicht allzu viele Merino-Klamotte mitnimmt, weil, das habe ich inzwischen auch mal rausgefunden, wiegt mehr als Kunstfaser. Also so für auch wenn es ein dicker Wollpulli wäre, ist der deutlich schwerer als ein dicker Kunstfaserpulli. Also da ist nochmal ein Gewichtfaktor, der da auch nochmal eine Rolle spielt. Ne? So, was haben wir denn 2. wichtiges Kleidungsstück? Womit ich schon lange rumlaufe, ist diese Hose. Das ist jetzt so derzeit meine Standard-Trekking-Hose, die ich für die meisten Trekking-Touren entsprechend verwende. Hat einen ganz normalen Reißverschluss, hat hier so einen Druckknopf zum zusätzlich zumachen. Und ich meine, ursprünglich wäre da auch mal so eine gürtelartige Konstruktion dabei gewesen. Die benutze ich aber nicht mehr, die original gürtelartige Konstruktion. Ich habe jetzt hier zu Trekking-Zwecken, ich trage ja gerne so einen schweren Gürtel eigentlich, so ein richtig heftiges Ding, weil ich finde die einfach irgendwie angenehm, wenn man weiß, dass die Hose wirklich immer oben bleibt. Und mag ich. Aber fürs Trekking ist das blöd. Fürs Trekking macht dann ein Gürtel wie dieser hier Sinn, wie ich finde, weil da sitzt ja der Hüftgurt drauf. Und wenn man nicht möchte, dass einem der Hüftgurt mitsamt Gürtel an der Hüfte rumschobbert, was aber einem massiven Gürtel definitiv tut, weil dann schrubbt dir der massive Gürtel unter dem massiven Hüftgurt massiv an der Hüfte rum. Das ist wirklich nicht bequem. Das kann man natürlich für ein paar Stündchen mal
insgesamt für ein paar Stündchen vielleicht mal tragen. Aber wenn man dann abends den Rucksack abzieht, stellt man fest, huch, da habe ich ja schon lustige Druckstellen. Und wenn man das dann jeden Tag macht, dann hast du den Salat. Und deswegen halte ich da so einen einfachen Gürtel in der Stärke und in der Form eines Packriemens für gar nicht mal so unangemessen. Kann man übrigens auch als Packriemen verwenden, wenn man möchte. Irgendeinen Gürtel brauche ich in der Hose, egal wie eng die sitzt. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich einen Gürtel brauche. Also man kann mit Zeug dranhängen. Man möchte ja auch vielleicht eventuell gerne Zeug dranhängen. So, im Übrigen, was ist das überhaupt für eine Hose? Das ist eine VD-Hose. Wie die genaue Modellbezeichnung ist, kann ich euch eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass sie aus 89% Polyamid und 11% Elastan steht. Ach doch, hier steht's. Men's Pearly Stretch T-Zip Pants 2. So, das hat sich jetzt hoffentlich jeder gemerkt, der da Interesse dran hat. Und für alle anderen kann ich sagen, das ist halt eine einfache, wirklich eine einfache Trekkinghose, ja. Die ist also nicht besonders schwer, die ist nicht dornendicht, die ist nichts davon. Die hält auch Funken nicht stand. Die ist nicht für Bushcrafting oder irgendwelche Übernachtungen survival-technischer Art am Feuer, sondern es ist eine Trekkinghose. Wir haben ja auch Trekking gemacht, da war das also angemessen. Warm ist sie auch nicht besonders, dafür trocknet sie super, super, super schnell. Also von klatschnass bis ganz trocken, je nach Wetter und Temperatur natürlich eine Stunde. Das geht wirklich. Also sagen wir mal, sie anbehält, wohlgemerkt. Ja, wenn man sie nicht mehr anhat, dann geht es entsprechend länger. Aber trotzdem ist die eigentlich immer über Nacht bisher trocken gewesen. Auch daheim, wenn man sie wäscht und aufhängt und am nächsten Morgen kann man sie wieder anziehen, ist sie trocken. Also abends wäscht und morgen ist wieder trocken. Was kann die noch? Sie hat hier zwei normale, die normalen Schubtaschen halt, die man kennt. Innen drin ist so ein kleines Netzgewebe, hier sowas da, ne? Das macht die Tasche aus, da kann man natürlich durchgucken, wie man hier hoffentlich sieht. Ja, könnt mir vorstellen, dass das vielleicht nicht unbedingt ewig hält, ja? Aber bisher tut es das. Die Taschen sind mit Reißverschluss verschließbar, was ich auch schön finde, dann kann einem schon nichts rausfliegen und es sieht ordentlicher aus. Es gibt eine Gesäßtasche, ich mag das ja nicht, wenn es immer nur eine Gesäßtasche gibt, beziehungsweise die eine benutze ich dann nie, die ist auch mit Reißverschluss verschließbar. Aber wozu soll man mit einer Gesäßtasche, dann ist die eine Backe schwerer als die andere, wenn man da irgendwas Schweres reinsteckt, ist doch Blödsinn. Ja, und es gibt noch leider, und da hätte ich gerne mehr, nur eine Beintasche. Und die eine Beintasche ist auch nur für irgendwelchen Kleinkram zu brauchen, weil auch da ist nur so ein Netzgewebelchen drin. Ja, und die ist auch nicht besonders groß. Also die übliche große Beintasche, die man von anderen Outdoor-Hosen kennt, die fehlt hier. Es gibt wirklich nur eine ganz kleine Beintasche. Da passt ein Handy. Ein Handy passt da rein und vielleicht noch ein Taschenmesser, was man nicht unbedingt beides zusammen in die gleiche Tasche stecken sollte. Aber allein vom Volumen her ein Handy und ein Taschenmesser, so ungefähr. Also auch keine größere Trinkflasche oder sowas. Das mag ich ja bei meinen Bundeswehrhosen, die ich für Waldaufenthalte standardmäßig anhabe und immer noch sehr gerne anhabe. Ich muss mir wieder neue bestellen. Die halten halt auch nicht ewig, wenn man jeden Tag damit rumrennt. Ne? Jedenfalls. Die haben ja zwei identische große Beintaschen, wo wirklich ein Haufen Zeug reinpasst. Und das ist saumäßig praktisch, auch gerade wenn man im Wald ein bisschen was aufsammeln möchte. Eicheln, Maroni, Hagebutten, Bucheckern, ja, was man halt sonst noch so findet, ne? Oder ein bisschen Holz oder irgendwelche schönen Federn und Vogelnester. Ich sammle alles mögliche Zeug ein. Und ja, also ist es natürlich eine Zip-Hose, wie der Name schon sagt. Das ist eine Doppel-Zip-Hose im Sinne von, man kann erstens mal die Beinchen da abzippen. Das ist ja dahingehend ganz schön, dass man eine kurze Hose draus machen kann. Ich trage sie auch ganz gerne mal kurz. Alles tippitoppi. Aber wenn man jetzt unterwegs ist, ja, und es wird einem warm und man möchte die Beine abzippen, dann muss man erst noch die Schuhe ausziehen. Normalerweise. Und das ist blöd. Und deswegen ist es eine Doppelzipphose und hat hier halt auf der gesamten Länge hier oben, ja, auch nochmal einen Reißverschluss. Das heißt, man kann die hier abzippen und dann der Länge nach nochmal aufmachen und hat dann quasi so ein Tuch, ne? Ein rechteckiges Tuch, was man sich sonst um die Beine wickeln kann, wenn man feststellt, dass einem wieder kalt wird.
Vielleicht ist das Absicht, möglicherweise ist das Absicht, denn die Hosenbeine passen ziemlich genau in diese Beintasche rein. Ja, dann ist die auch ziemlich voll. Aber also, die passen da schon noch bequem rein und man kann so dann auch noch rumlaufen, aber dann ist es tatsächlich relativ voll. Ja, das Material bei VD üblicherweise ist Green Shape, ne? Ja, Green Shape. Das ist Recycling-Polyester, zumindest zum gewissen Anteil. Und das ist natürlich immer besonders schön. Steht hier noch irgendwelche näheren Informationen, wie viel da Recycling-Polyester ist? Das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich habe die schon eine ganze Weile im Einsatz. Aber bisher stelle ich jetzt so langsam für mich fest, ich habe ja keine große bevorzugte Outdoor-Marke, jetzt bei Klamotten insbesondere nicht. Ich habe von bestimmt 5 oder 6 verschiedenen Firmen meine Klamotten so zusammengestückelt. Kann ich sagen, dass jetzt irgendwie Mountain Hardware besser wäre als, keine Ahnung, Mammut oder signifikant schlechter als Fjällräven oder irgendwie so. Ich stelle da wenig Unterschiede fest. Es ist natürlich vom Design noch so eine gewisse Frage. Zum Beispiel Fjällräven-Klamotten sehen halt schon wie Fjällräven-Klamotten aus. Das kann man hübsch finden, ja? Wenn einen das Thema Mode im Outdoor-Bereich interessiert. Ja? Es gibt ja Leute, für die scheint das nicht ganz egal zu sein. Ansonsten geht es mir meistens um die Funktionalität und wenn wir uns die Qualität mal angucken und die mal vergleichen, es kann sich eigentlich fast kein namhafter Outdoor-Hersteller leisten, in dem hart umkämpften Bereich, wo wirklich auch immer mehr Kram umgesetzt wird, ja immer mehr Gear verkauft und gekauft und so weiter und so fort wird. Meiner Meinung nach kann sich kaum ein Hersteller es noch leisten, was anderes als gute Qualität, mindestens gut bis hervorragend, eben entsprechend abzuliefern. Und daher wird es meiner Meinung nach zunehmend darauf ankommen, was die sonst bei ihren Klamotten noch verbaut oder auch nicht verbaut haben, um sich irgendwie von der Konkurrenz abzuheben. Weil das jetzt Fjällräven oder Mammut oder was auch immer eine bessere Qualität von der Verarbeitung her, bessere Nähte oder sonst was als beispielsweise VD hätte, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen und ich kann es auch bei keinem Kleidungsstück, das ich von den genannten Firmen besitze, im Vergleich irgendwie bestätigen, dass man da was merkt. So, und deswegen finde ich jetzt langsam, nachdem ich eben keine Markentreue mehr habe, gab mal eine Zeit, da fand ich die eine Marke besser als die andere, stelle ich langsam fest, ja dann nimm doch mal ein anderes Kriterium, um zu entscheiden, von welcher Firma du denn deine Klamotten kaufen magst. Ja, und deswegen bin ich bei VD hängen geblieben, weil die halt von ihrer Produktion, ihrer Kleidungsstücke her am nachhaltigsten sind und am meisten, zumindest unter den bezahlbaren Herstellern, ja, am meisten darauf achten, dass das Zeug wirklich entsprechend möglichst ressourcenschonend hergestellt wird, möglichst ohne Giftstoffe und so weiter. Ob sie auch darauf achten, dass ihre Arbeiter gescheit bezahlt werden, falls sie ihn sonst wo produzieren, weiß ich nicht. Also ich trage die sehr, sehr gerne. Ich habe die jetzt auch viele Tage angehabt. Hier ist noch wunderbar. Sie hatte einmal hier einen Riss im Schritt. Da kann man, Moment, hier kann man sehen, genau da. Und da hat Evelyn dankenswerterweise das Ganze mal wieder genäht gehabt unterwegs. Musste ich kurz ohne Hose rumrennen und dann war auch wieder alles gut. So, ja, also tolle Hose, also die habe ich sehr, sehr, sehr gern, insbesondere für Touren. Die war schon dabei in Schottland, jetzt in Grönland, ganz viel im Schwarzwald und was ich halt sonst noch so an Tagestouren und kleineren Sächlichen und so weiter gemacht habe. Auch im Harz hatte ich die, glaube ich, an. Ja, die hatte ich auch mal im Harz an. Und wie gesagt, Leute, so kleinere Touren, so ein paar Tage. Alles unter einer Woche ist ja eine kleinere Tour. Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Und weil ich mit dem Ding so zufrieden war und weil sie gerade im Angebot gewesen ist, ich weiß also gar nicht, ob es das Ding noch zu kaufen gibt, habe ich mir kurz vor Grönland noch diese Jacke geleistet mit der praktischen roten Innenseite. Praktisch, warum praktisch? Naja, als Signalfarbe, ne? Da hast du schon gleich was Signalfarbenes dabei. Ohne zwingend in Signalfarbe rumrennen zu müssen, weil wenn man die Jacke zumacht, sieht man vom Rot nämlich nichts. Ich habe jetzt erst vor kurzem festgestellt, dass mich die rote Innenseite dahingehend ein ganz kleines bisschen stört, dass man die Jacke quasi fast nicht offen tragen kann, ohne dass man dann Gefahr läuft, dass man hin und wieder ein rotes Blitzerchen nach außen blitzen lässt. Ist das schlimm? Nee, aber ich mag eigentlich nicht in Rot rumlaufen, wenn ich das vermeiden kann. Einfach aus
ästhetischen Gründen. Ne, nicht, dass ich ein Problem damit habe, dass man mich sieht, aber ich stehe einfach nicht drauf, in Rot rumzurennen. Das ist so das Hauptproblem. Aber für die Survival-Funktionalität ist eine knalligfarbige Innenjacke eigentlich eine tolle Idee, insbesondere wenn es eine Trekkingjacke sein soll. Und beim Trekking, insbesondere da, könnte es ja vorkommen, dass man sich irgendwie will retten lassen möchte, theoretisch zumindest. Und dann könnte es ja auch wiederum sein, dass dann der Heli kommt oder der Flieger oder sie sonst irgendwie nach einem suchen und man dann irgendwie auf sich aufmerksam machen möchte. Und ob man jetzt eine blaue Jacke schwenkt, das geht natürlich auch, ja, die hebt sich auch, insbesondere wenn man in einer sonst braun-grauen Landschaft unterwegs ist, hebt die sich auch ab. Aber noch besser ist natürlich knallerot. Das gibt es nämlich in der Natur so, ja, in der grönländischen Herbstfärbung, gibt es das schon, aber nicht in der Art und Weise. Also das würde sich schon ganz gut abheben. Ne? Sie hat einen Haken zum Aufhängen, sie hat eine fette Innentasche, die ist schon groß. Also okay, die ist jetzt eigentlich gigantisch, aber schon schön groß, dass da vieles reinpasst. Leider auch wieder nur eine. Ich frage mich, warum auf der anderen Seite nicht auch noch eine ist. Hätte ich ganz schön gefunden. Sie hat jeweils links und rechts noch so eine normale Jackentasche halt. Die sind schön geräumig und vor allen Dingen, die sind auch schön flauschig weich gefüttert. Oh, flauschig weich. Sehr angenehm, wenn man die Hand reinsteckt. Also das ist schön. Und hier ist ja noch so ein Kordelzug zum Bund der Jacke regulieren. Den kann man auch in der Tasche anziehen. Ja, also in der Tasche ist da auch noch die Kordel dazu entsprechend vorhanden. Also wenn man spontan das Ding stärker haben, ein bisschen enger haben möchte, geht es auch in der Tasche. Aber man muss dann doch hier vorne zumindest noch diesen Dinger sich hier noch bedienen. Also ganz einhändig klappt es auch nicht. Aber kurzfristig mal ein bisschen anziehen kann man auch von in der Tasche. Ja, muss ich nie machen. Betrifft mich also eigentlich nicht. Ja, dann ist halt noch eine durchgehende Kordel da im Saum vernäht, mit der man die halt dann noch enger machen kann. Und das war es auch schon an Features, wenn man so möchte. Hoher Kragen, relativ so mittelhoher Kragen ist mir so am liebsten. Und was kann die sonst noch? Naja, die ist, wie heißt das Ding? Cornier Jacket 2. Cornier Jacket 2, für denjenigen, der es interessiert. Ihr nervt mich ja eh, wenn ich es euch nicht verrate. Auch die ist wieder in Vietnam hergestellt und ist wieder aus, da weiß ich es jetzt sogar, ich glaube 70% recycelten Polyester und der Rest ist ja, neues. Ne? Also sehr, sehr, sehr gut verglichen mit anderen Kunststoffjacken. Gefüttert ist er mit Primaloft, also einer Hohlfaser, was ihr jetzt auch so einen gewissen Daunenjacken-Look verleiht. Und von der Art und Weise dieser Jacke her ist das halt eine Isolationsjacke. Also so eine typische zweite Schicht, die man typischerweise unter der Windjacke, der Regenjacke zum Beispiel trägt. In meinem Fall hatte ich als Regenjacke meine übliche Funktionsjacke dabei, die habe ich schon 17 Mal vorgestellt, muss ich jetzt nicht nochmal tun. Und darunter habe ich dann, wenn es ganz kalt wurde, eben dieses Ding getragen. Die ist nicht explizit winddicht, geht aber trotzdem keiner durch. Also ich kann nicht feststellen, also weil wirklich bei ganz eisigem, super kalten Wind mag das sein, dass der da durchwindet, vielleicht auch auf dem Fahrrad, aber auch da konnte ich es bisher nicht feststellen, dass da wirklich Wind durchgeht. Aber sie hat jetzt keine winddichte Membran oder irgendwie sowas drin. War jetzt recht kostengünstig zu haben, weil halt eben eine ganze Ecke reduziert, hat nur 100 Euro gekostet, oder? Ja, nur 100 Euro statt 150, irgendwie sowas. Und sie wäre auch 150 wert gewesen. Die ist wirklich super, super warm. Ist die wärmste Jacke, die ich jetzt so besitze, muss man eigentlich dazu sagen. Ich besitze sonst überhaupt keine andere gefütterte Jacke. Ja, sie hat ja eine fütterte, die ist ja gefüttert. Und das tun all meine anderen Jacken halt eben nicht. Die sind mal mehr, mal weniger dickes, meistens Kunststoffmaterial, so fließartig. Eine Softshell-Jacke habe ich ja oft angehabt früher, eine anthrazitfarbene, die auch eher relativ günstig gewesen ist. Trotzdem jetzt inzwischen nachhaltig, weil ewig lange getragen und wirklich ewig oft getragen. Das lohnt sich also. Jetzt langsam kann ich sie anziehen, ohne mich als Sünder fühlen zu müssen. Also was den Ressourcenverbrauch angeht, ja, kann man sich jetzt. Muss man sich jetzt nicht zu sehr Gedanken drüber machen. Also man muss nicht. Man sollte vielleicht. Ach, ihr wisst, wie ich meine, ne? Für wen das eine Rolle spielt, dem mag das ja interessieren. Wenn nicht, dann ist es sowieso. Dann nicht. Ja, dann ist es so. Und ja.
Also die fand ich toll. Also wirklich super, super warm. Diese Jacke plus T-Shirt. Minus 6 bei leichter Bewegung, gar kein Problem. Minus 6 beim Sitzen fängt man so langsam an zu frösteln. So bis minus 8 würde ich also sagen, ja, grenzwertig zum sich nicht bewegen. T-Shirt plus die Jacke. Und nicht allzu viel Wind. Ne? Die ist sehr leicht, sehr klein verpackbar. Letzteres kann ich mal vormachen. Und wiegt, glaube ich, 450 Gramm im Vergleich. Meine Softshelljacke, die graue anthrazitfarbene, die wiegt 600. So grob, genau im Kopf habe ich es nicht. Aber die lässt sich wirklich schön klein verpacken und passt dann wunderbar auch in den Rucksack. Und also alles tipptopp bei dem Ding. Und sie fühlt sich auch sehr angenehm an. Also sehr angenehme Tragesgefühl. Wenn es zu warm wird, also für Temperaturen, wie wir sie jetzt im Herbst hatten, ich hatte sie gestern an und bin damit draußen gewesen, weil ich gedacht habe, ich muss was für meine Lunge tun, damit ich nicht meinen üblichen Herbsthusten bekomme. Bisher bin ich davon verschont geblieben. Wenn ich immer schön auf meine Lunge aufpasse, klappt dieses Jahr vielleicht. jedenfalls, war zu warm. War definitiv zu warm. Also es muss noch mal eine ganze Ecke kälter werden, dass wir wirklich unter knapp an den 10 Grad schrabbeln, dass ich die überhaupt anziehen kann, wenn ich auch noch vorhabe, mich irgendwie zu bewegen. Also das nur so zur Wärmeeinschätzung, ja. Jo, das sind die Klamotten gewesen, zu denen ich noch nie was erzählt habe. So gut wie noch nie. Nee, tatsächlich noch nie. Und alle anderen habt ihr schon 28 Millionen Mal gesehen, wenn ihr einigermaßen häufig meine Videos verfolgt. Und das ist Quatsch. Das brauche ich nicht nochmal sagen. Ja, das funktioniert. Und ohnehin sind die Klamotten, die jetzt nicht aktiv dem Wetter ausgesetzt sind, sprich die Regenklamotten, die sollten nur gut sein, meiner Meinung nach. Alles andere, da tut's auch Mittelpreissegment oder auch günstig. Wenn es einigermaßen brauchbare Qualität ist, dann kann man wirklich einen Haufen Geld sparen, wenn man das dann möchte. Ja? Kann auch einen Haufen Geld ausgeben. So geht das also. So ist es nicht. Ne? Jo, dann tschüss. Und noch einen Teil gibt's, glaube ich. Mindestens.